Der America's Cup war ja für uns insofern ein Glücksfall und besonders die Tatsache, dass er in Neuseeland, in Auckland stattgefunden hat. Denn dort, wenn man im Land einmal drin war, durch ein entsprechendes Quarantäneprogramm, dann hat man dort arbeiten können ohne jegliche Einschränkungen. Wir haben dort ganz, ganz viel unserer Technologie eingesetzt, aber auch viele Neuentwicklungen dafür gemacht. Riedel ist ja historisch nicht nur bekannt für Intercom und für Audio-Plattformen, sondern eben auch für das Thema Funktechnik. Das sind so unsere Wurzeln, muss man sagen. Und heute ist das halt so, dass wir im Bereich breitbandiger Funksysteme für Audio, Video, Daten viele Lösungen entwickeln, die wir gar nicht als Produkte am Markt haben, sondern die im Rahmen unserer Managed Technologies Lösungen im Markt angeboten werden. Und das ist hier auch so. Das heißt, wir haben vor allen Dingen die Funklösungen für die Boote entwickelt und dort eingesetzt, die dann halt die verschiedensten Video-Informationen von den Kameras, Audiosignale, aber auch Kommunikation, Tracking, Telemetrie-Informationen dann von den Booten übertragen haben und das in einer unglaublich hohen Stabilität und Flexibilität. Und da haben wir einfach viel, viel Technologie benutzt, die wir im Haus haben, in der Produktion, in diesem TV-Compound, den es auch zentral gab, wurden unsere ganzen klassischen Produkte wie Medionet und Artist verwandt, aber eben besonders auf den Booten all das, was unsere Technik so hergibt in Richtung Funktechnik. Bolero kennt man als Wireless Intercom von uns, dass man aber Bolero auch als eine drahtlose Kommentatorlösung nutzen kann. Das war sicherlich neu. Es war so, dass eine Kommentatorin konnte am Morgen entscheiden, ob sie im Helikopter einsteigt mit ihrem Beltpack, ob sie damit auf irgendein Boot geht, also auf so ein Begleitboot, oder ob sie an Land bleibt. Das war völlig egal. Die hat das Ding einfach nur eingeschaltet und ihren Kommentar gestartet und hatte auch Talkback, also Intercom, in die Regie oder wohin auch immer, was da nötig war. Zum einen muss man sagen, auf so einem Rennboot, das sind ja Hightech-Maschinen, auch wenn da gesegelt wird und kein Motor drin steckt, aber da haben wir ja keine Techniker drauf. Sie haben ja keinen einzigen, der irgendwo eine Kamera steuern oder irgendwas bedienen kann. Das heißt, alles ist hier remote. Denn auch wenn im Prinzip wenige Kilometer entfernt die meisten Dinge aus dem Compound, aus diesem TV-Compound gesteuert wurden, ist das eigentlich eine komplette Remote-Produktion. Und wir haben Teile eben dann aber auch aus Deutschland gesteuert. Also das ist etwas, was heute möglich ist. Wir sind jetzt in ein Anschlussprojekt gegangen, eine andere Segelserie, die heißt SailGP. Und dort wird es noch einen Schritt weiter gehen. Dort liefern wir wiederum diese zentrale Funktechnik und liefern im Prinzip diese ganzen Signale nach London. Und in London sitzt die eigentliche Regie. Und selbst das Aussteuern der Kameras, wenn wir über die Blendensteuerung und dergleichen reden, und dass das Schwenken der Kameras findet aus London statt für Boote, die vor Bermuda auf dem Wasser segeln. Also mehr Remote geht eigentlich gar nicht. Also das Projekt, jetzt die SailGP als Beispiel und auch die Art, wie wir den America's Cup gemacht haben, war ja überhaupt nicht für die Pandemie geplant. Das hätten wir ohnehin genauso gemacht. Aber die Technologie, die wir dort einsetzen, die kann jetzt für beliebige Events auf der ganzen Welt in Anwendungen benutzt werden, wo wir sagen, da brauchen wir auch Remote in einer stärkeren Form.